Vielen Dank, Elke. Frau Baschung, traditionell hat Kultur und Kunst einen wichtigen Raum für politische Artikulation von Widerspruch, Dissent. Auch kulturelle Institutionen sind Orte, die angeboten werden, wo Diskussionen stattfinden können, von wo aus was ausgehen kann, was sozusagen auch Übersprung ist. Mich würde interessieren, oder uns würde interessieren, was Ihre Perspektive auf, also welche Bedeutung hat Kultur, Kunst, kulturelle Institutionen für den Zustand der Demokratie jetzt oder den, der real existierenden Demokratie vielleicht? Danke. Ich denke, über die Rolle von Kunst und Kultur zu sprechen, kann man aufteilen auf zwei Bereiche. Das eine, die Rolle der Kunst an sich und die Rolle der Orte, der Institutionen, an denen das stattfindet. Zu der Rolle der Orte und den Möglichkeiten können wir auf jeden Fall, und da denke ich, lässt es sich fast ein bisschen leichter sprechen. Ich habe versucht, mir Gedanken zu machen über die Rolle der Kunst, und damit meine ich nicht nur die darstellenden Künste, sondern auch alle anderen Kunstformen. Und ich habe damit angefangen, dass ich sagen wollte, eine lebendige Demokratie braucht kulturelle Vielfalt, braucht Kunst in unterschiedlichen Ausdrucksformen, braucht kulturelle, ästhetische Bildung in Ergänzung zu anderen Bildungsformen. Das habe ich hingeschrieben und dachte, das klingt wie ein Allgemeinplatz. Das ist, glaube ich, auch einer. Warum braucht eine lebendige Demokratie Kunst und Kultur? Das ist die Frage, die sich für mich sofort daran angeschlossen hat. Und wenn ja, welche Kunst? Und je weiter ich gefragt habe, umso mehr fühlte ich mich in der Legitimationsfalle gefangen, doch zu dieser Legitimationsfalle gleich später. In der Kunst ist das Politische verstanden, wie Sie gerade gesagt haben, als unhintergehbarer Moment des Dissens und des Widerstreits jederzeit präsent. Sei es vordergründig inhaltlich durch die Themen, die man sich wählt, oder indirekt durch das, was Kunst tut. Und da wird es ein bisschen komplizierter und dem habe ich versucht nachzugehen. Ich glaube aber, insofern wird es Kunst immer geben, es hat sie immer gegeben, seit es den Menschen und die Vergesellschaftung des Menschen gibt. Man muss sie insofern nicht begründen. Weiter weg? Ah, okay, wunderbar. Sie hängt immer unmittelbar mit den Gesellschaftsformen, dem gesellschaftlichen Bewusstsein zusammen und es obliegt der Gesellschaft und der Politik zu entscheiden, ob und wie sie Kunst gesellschaftlich vermittelt und verstanden wissen will. Überlässt sie die Kunst sich alleine und dem Markt, schafft sie Institutionen, überlässt sie Kunst dem Mäzenatentum und so weiter. Welche Haltung leistet sich die Gesellschaft gegenüber der Kunst? Wie sieht sich die Gesellschaft selbst in ihrer Kunst? Welche Kunst wünscht sich Gesellschaft? Welchen Kunstbegriff leistet sich vielleicht eine Gesellschaft? Und dazu ist zu fragen, was kann, nicht was soll vielleicht, sondern auch mal zu fragen, was kann denn eigentlich Kunst? Vordergründig inhaltlich kann sie Themen aufgreifen, soll sie auch, Fragen zur Diskussion stellen. Das können allerdings Unis und politische Bewegungen und Versammlungen auch. Kunst kann vergesellschaften, weil sie Öffentlichkeiten schafft. An Orten, wo Kunst stattfindet, versammeln sich Menschen, stellt sich Öffentlichkeit her. Das können auch andere Orte und andere Institutionen. Kunst findet statt als eine bestimmte Tätigkeit. Die Grenze zwischen Kunstproduzenten und Rezipienten möchte ich dabei als eine fließende verstanden werden. Also Kunst als Tätigkeit ist etwas, was beide Seiten tun. Lebendige Kunst findet als Tätigkeit statt im Zusammenspiel, im freien Spiel zwischen spielerischem Bearbeiten von Themen und Material, also von Welt, zum Beispiel durch Darsteller auf der einen Seite, und dem spielerischen, freien Wahrnehmen, Verarbeiten, Reflektieren, Beurteilen, Zurückspiegeln, selber weiterspinnen und in die Gesellschaft tragen auf der anderen Seite. Das sind jetzt verschiedene Tätigkeiten, die ich genannt habe, und zu fragen ist, welche dieser Tätigkeiten ist vielleicht spezifisch für die Kunst? Das ist eine, finde ich, schwierige Frage. Ich denke aber, da beziehe ich mich auf auch bestimmte Ästhetiker und Philosophen, unter anderem auf Christoph Menke, der hier an der Uni auch lehrt. Ich denke, dass der spezielle Anteil der Kunst als Tätigkeit verstanden eine bestimmte Form des selbstvergessenen Spielens ist. Ein sich hingeben an unkontrollierbare Prozesse, eine Form des Spielens, die eben
zunächst einmal nicht einer rationalen Steuerung unterliegt, sondern ein anarchisches, unkontrolliertes Potenzial hat. Eine Kraft, von der man noch nicht weiß, wozu sie führt oder wohin sie führt. Es ist dieses spielerische Bearbeiten von Themen oder andersrum, dass man ein Thema oder bestimmte Gegenstände dieser Kraft des Spiels, dem Spielerischen, aussetzt, zunächst einmal ergebnisoffen. Dieses Spiel so verstanden, damit auch die Kunst, dient erstmal keinem Zweck und unterscheidet sich darin von anderen gesellschaftlichen Praxen. Das Spielen hat das Potenzial, so denke ich, den Menschen auf die Möglichkeiten hin zu öffnen, Wahrnehmungen, Assoziationen, Gefühle und Gedanken freizusetzen, statt sie festzuschreiben. Und im Sinne dieser Freisetzung des Menschen ist lebendige Kunst Auseinandersetzung und eigentlich immer kontrovers. Über die Kunst sind sich nie alle einer Meinung. Meistens gibt es auch nicht nur Pro und Contra, sondern bereits unterschiedliche Wahrnehmungen, Lesarten und Interpretationen, welche alle, und das ist der wichtige Punkt, oder weiter ein dazu wichtiger Punkt, die alle verhandelbar sind, komplett. In der Kunst gibt es nicht die eine Wahrheit. Und hierin besteht meines Erachtens auch ein Potenzial von Kunst für eine demokratische Gesellschaft. Sie lässt uns Wirklichkeit als Möglichkeitsraum erfahren, der komplett verhandelbar ist, und sie bietet die Möglichkeit, die dafür benötigten Fähigkeiten durchzuspielen. Wie nehme ich die mir hier vorgestellte Wirklichkeit wahr? Wie beschreibe ich sie? Warum bewerte ich etwas wie? Welche Begriffe werden in welchen Kontext gestellt? Welche Haltung nehme ich dazu ein? Inwiefern leite ich daraus bestimmte Handlungsmaximen ab? Und so weiter und so fort. Orte, an denen Kunst, in dem Sinne, wie ich sie als Tätigkeit zu beschreiben versucht habe, Orte, an denen Kunst also stattfinden, erzeugen den Vorschein, einen Reflex der menschlichen Freiheit, nicht mehr, aber bestimmt auch nicht weniger. Das Problem zurzeit ist, dass das offenbar nicht mehr reicht. Und damit kommen wir zu der Legitimationsfalle, von der ich vorhin gesprochen habe. Kunst und damit die Orte, welche die Gesellschaft geschaffen hat oder immer wieder schafft, damit sie stattfinden kann, die Kunst, stehen unter politischem und gesellschaftlichem Legitimationsdruck. Und dieser Druck, wenn man sich den mal genauer anschaut, der funktioniert, wie sollte es auch anders sein, nach der Logik, die unser ganzes gesellschaftliches Miteinander, die Politik, erfasst hat. Die Stichworte des neoliberalen Zeitalters sind bekannt. Globalisierung, Staaten geraten gegenüber der Wirtschaft in die Defensive, tendenziell wird das Öffentliche beschnitten, das Private erhält Vorrang. Es dominiert der Effizienzgedanke, es kommt zu Outsourcing, mehr Wettbewerb, mehr Markt, Entgrenzung der Arbeitszeiten und Räume. Der Managementgedanke dominiert bis ins Private hinein und bis in die öffentliche Verwaltung. Es gilt die Vereinzelung als Prinzip, es zählt nur noch der Markt mit seiner abstrakten, seltsam, unfassbaren Logik. Der Logik der Selbstverwertung und der Mehrwertproduktion. Es reicht eben nicht, dass Kunst Kunst macht, sie muss einen Mehrwert produzieren. Und dieser Logik, so denke ich mittlerweile und beziehe mich da selber durchaus mit ein, entkommen mittlerweile auch die Verteidiger der Kunst und der Kultur nicht. Zu der neoliberalen Entwicklung der Vereinzelung, der Konkurrenz, der Flexibilisierung und so weiter gehört mittlerweile eine ganz eigene neue Sehnsucht nach dem Gemeinsamen, die für das Leiden unter der als kalt empfundenen Zeit und den Verlust von bestimmten Gewissheiten entschädigen soll. Kunst und damit die Orte der Kunstproduktion sollen diese Vergemeinschaftung einer nota bene durchaus disparaten und widersprüchlichen Gesellschaft leisten. Das heißt, Kulturinstitutionen stehen unter dem doppelten Legitimationsdruck, der, so vermute ich, aber der einen und derselben Verwertungslogik entspringt, der sie selber auch nicht entkommen. Seit Jahren nimmt die Kultur, Kunst und die Orte, an denen sie stattfindet, diesen Legitimationsdruck auf, akzeptiert den damit formulierten Bedeutungsverlust und versucht, ihn aufzufangen, indem sie immer möglichst viel mehr Unterschiedliches und Vielfältiges produziert. Sie müssen also immer mehr sein, als sie eigentlich schon sind. Organisieren, egal welcher Kunstsparte man angehört, Performances noch dazu, Lesungen, Filme und so weiter, Podiumsdiskussionen und so fort.
und im Prinzip geht dabei allerdings den Kunstschaffenden die Puste aus und zugleich wird offensichtlich das eigentliche Ziel, nämlich der Nachweis der Relevanz und der Legitimität, verfehlt. Warum? Vielleicht, weil man eben ohne es zu merken dem Zweck- und Nützlichkeitsdenken, der Verwertungslogik und der Logik der Mehrwertproduktion sich fraglos unterwirft und damit den Freiheitsgedanken der Kunst und damit sich selbst verrät und vielleicht auch überflüssig macht. Die Frage ist also, welchen Kunstbegriff will sich eine Gesellschaft leisten, weil es gibt, ich bin fern davon zu behaupten, dass es nur diese eine Möglichkeit gibt, über den Begriff der Freiheit die Kunst zu denken. Es gibt, Kunst kann vieles, sie kann und soll widersprechen und so weiter und so fort. Kunst kann vergemeinschaften, sie kann ganz vieles sein, aber es ist die Gesellschaft, die darüber nachdenken muss, in welcher Kunst sie sich auch vielleicht in die Zukunft hinein entwerfen möchte. Jetzt war ich schon viel zu lang. Tut mir leid.